53.000 Zuschauer, liebe Zuschauer zu Hause, sind hier in diese kalte Eifel gekommen und das ist eine bemerkenswerte Zahl. Sie werden mit Sicherheit ein spannendes Rennen, einen spannenden Sprint über 50 Kilometer erleben. Die Ausgangssituation ist sehr, sehr spannend. Johnny Cicotta auf der Pole Position, daneben Klaus Niedwitz im Honda Accord. Dahinter in Reihe 2 Laurent Aiello im Peugeot und Chris Nissen im Audi. Das heißt, vier verschiedene Hersteller auf den ersten vier Startpositionen mit verschiedenen Antriebskonzepten auch noch. Und das verspricht hier für die Anfangsphase des Sprints eine ganze Menge an Brisanz. Wir erleben das größte Feld im Supertourenwagen Cup der Geschichte überhaupt. 30 Fahrzeuge haben am Training teilgenommen, 29 stehen am Start, denn Peter Mamaro, der Audi-Privatfahrer, der in diesem Jahr ja den Audi 80 Competition bewegt, mit dem Philipp Peter im letzten Jahr noch die Privatfahrerwertung gewinnen konnte. Der ist leider nicht dabei, es gab ein Problem mit dem Getriebe an seinem Audi 80, das konnte nicht behoben werden bis zum Start des Sprints und deswegen also nur in Anführungsstrichen 29 Autos. Trotzdem, der STW Cup in diesem Jahr die größte Tourenwagenserie Europas, das im dritten Jahr des Bestehens. Die Audi-Fans sind zahlreich erschienen zur Meisterschaftsfeier der Ingolstädter, denn es hat ja in den letzten beiden Jahren nicht sollen sein. Man hat jeweils im Finale den Titel verloren und in diesem Jahr hat es endlich geklappt. Das ist diese Kurzanbindung, die Sie hier sehen, diese Spitzkehre, wo normalerweise der große Grand Prix-Kurs geradeaus weitergefahren wird. Hier biegen die Fahrzeuge ein in die kurze Strecke und wir schauen uns jetzt einmal in Ruhe die Startaufstellung an. Johnny Cicotto also auf der Pole Position, daneben Klaus Niedwitz im Honda Accord, Honda ja stark wie nie im STW Cup nach dem Wechsel des Reifenherstellers. Laurent Aiello im Peugeot in Reihe 2 daneben, der beste Privatier bereits Chris Nissen, der heute Siegchancen sich sogar ausrechnet. Reihe 3 mit Steve Soper, da ist die Luft etwas raus nach der Niederlage auf der Avus, daneben Armin Hahn im zweiten Honda. Emanuele Piero, da gilt das gleiche wie für Steve Soper, hat gesagt, es fehlt ihm ein bisschen die Motivation, der Titel ist bereits eingefahren, sein Teamkollege Philipp Peter neben ihm in Reihe 4. Alfred Heger und Sascha Maaßen im besten Nissan Primera bilden die fünfte Startreihe. Reihe 6, Tamara Vidali als schnellste Lady im Feld und Alexander Burgstaller, der möglicherweise sein letztes Rennen hier für BMW bestreitet. Christian Abt weit zurück auf dem 13. Startplatz, Karl Wendlinger neben ihm, beide können noch den dritten Platz in der Meisterschaft sicherstellen. Marco Werner und Volker Stritzek, die beiden Opel Vectra, gemeinsam in Reihe 8. Das gilt auch für die beiden Nissan Primera von Ivan Carpegna und Anthony Reed, die weit, weit hier hinter Sascha Maaßen herhinken. Roland Asch und Ralf Kalaschek, die 10. Reihe, also ein Ford Mondeo und ein privater Audi A4. Reihe 11, Poldi von Bayern im BMW und Marc Gindorf, zwei Privatfahrer. Dann Christian Menzel mit einem Leihmotor vom BMW in seinem Lauderbach-Auto, Franz Engstler mal Alfa Romeo in Reihe 12. Die 13. Reihe, Claudia Hürtgen, die hier quasi ein Heimspiel hat am Nürburgring, die Frau aus Aachen und Patrick Ulrich aus der Schweiz. Die 14. Reihe mit Vern Hughes, der ist wieder dabei, der Brite, und Oliver Meyer im zweiten Alfa Romeo. Die 15. Reihe, Wolfgang Kremel steht hier allein. Und das war es dann mit den 29 Autos. Der 9. und letzte Lauf zum D1 Supertourenwagen Cup wird in wenigen Augenblicken beginnen, liebe Zuschauer. Stehender Start wie in der Formel 1, leicht versetzt die Fahrzeuge. Von Ihnen zu Hause rechts im Bild mit dem weißen BMW, das ist Johnny Cicotto. Links daneben im Honda Accord Klaus Niedwitz, dahinter Laurent Aiello. Für den geht es also heute darum, den dritten Platz in der Meisterschaft noch Christian Abt streitig zu machen. 18 Runden Distanz. Und neben Laurent Aiello in der zweiten Reihe also Chris Nissen, der beste Privatfahrer, der Teamkollege von Christian Abt, der im Training besser zurechtkam als der junge Mann aus Kempten. Die Reifen, die sind nicht sehr warm im Augenblick. Asphalttemperaturen 10 Grad, vorheizende Reifen noch nicht erlaubt. Das soll möglicherweise im nächsten Jahr geschehen. Die Ampel ist rot, 4 bis 7 Sekunden dauert es. Die Ampel jetzt grün. Johnny Cicotto erwischt einen guten... Die Ampel ist rot, 4 bis 7 Sekunden dauert es, die Ampel jetzt grün. Johnny Cicotto erwischt einen guten Start und besonders gut weggekommen ist Emanuele Piero. Wieder einmal mit dem Allrad Audi, ein hervorragender Start gelungen. Cicotto vorne, Aiello, ein hervorragender Start auf 2, dann Soper, Piero mittendrin. Außen Niedwitz, der schlecht weggekommen ist aus der ersten Reihe, trotzdem in die erste Kurve als erster einbiegt. Da sind die drei Nissan Primera hinten zusammen, der Sascha Maaßen offensichtlich mit einem sehr, sehr schlechten Start und der Alfred Heger dreht sich in der ersten Kurve.
hat Glück, sein Auto noch einmal abzufangen, fällt jetzt natürlich auf den allerletzten Platz zurück. Das wird ihn ärgern, den Mann aus Essen, der in den letzten Rennen meistens schneller war als sein Teamkollege. Nissen weit zurückgefallen, hat einen schlechten Start und Christian Abt hängt da auch irgendwo im Mittelfeld drin, hat in etwa seine Position aus dem Training verteidigt. Cecotto vorne, dann Aiello, Soper, der sich nach vorne geschoben hat, aus der dritten Reihe auf die dritte Position. Und Sie sehen hier, der Nebel hängt ziemlich tief über dem Nürburgring. Extrem kalte Bedingungen hier für dieses Finale. Zum ersten Mal in das Bedole Essen, da gab es ein Ausbremsmanöver von Karl Wendlinger, der da offensichtlich an Christian Abt vorbeiging. Die erste Runde geht bereits zu Ende. Johnny Cecotto auf Platz 1 hat die erste Runde für sich entschieden, aber der Laurent Aiello ist nicht weit weg, gerade einmal eine halbe Sekunde. Und das mit einem Fronttriebler in der Anfangsphase, das ist ganz bemerkenswert. Denn die Hinterreifen bei einem Fronttriebler auf Temperatur zu bringen, das ist besonders schwierig. Ivan Capelli kommt da nach vorne, bremst Christian Abt aus. Die Kamera schwenkt leider mit Chris Nissen. Aber es scheinen alle Autos aus dieser Situation herausgekommen zu sein. Hier sehen wir Karl Wendlinger vor Philipp Peter, dahinter Chris Nissen, also der Abt-Audi-Pilot mit dem privaten Audi A4, hat hier in der Anfangsphase einiges an Boden verloren. Wir werden natürlich fleißig mitrechnen, liebe Zuschauer, was die Situation um den dritten Platz in der Meisterschaft betrifft, zwischen Laurent Aiello, Christian Abt und auch Karl Wendlinger, der noch eine kleine Außenseiterchance hat, obwohl er bereits 59 Punkte Rückstand hier vor diesem Finale auf Christian Abt ausweist. Cecotto kann sich nicht absetzen. Laurent Aiello bleibt dran und Steve Soper kommt mit riesengroßen Schritten. Der hier gestern nach dem Training erzählte, es fehlte ihm ein wenig an der Motivation nach diesem dummen Aus auf der Berliner Abus, als er ja über seinen Teamkollegen Alexander Burgstaller stolperte, als er auf dem Weg zurück zu den Boxen war. Aber im Rennen, da ist Steve Soper wieder ganz der Alte, ein Kämpfer, wie es nur wenige gibt im Tourenwagensport weltweit. Er ist ja nicht mehr der Jüngste mit seinen 42 Jahren, aber einer der routiniertesten. Klaus Niedzwitz auf Platz 4. Er kam nicht gut weg vom Start und Steve Soper attackiert jetzt bereits Laurent Aiello. Keine Chance zu überholen in dieser Spitzkehre. Ein Dreierpaket hat sich da etwas absetzen können von den Verfolgern. Cecotto, Aiello und Soper jetzt auf der günstigeren Innenbahn und er geht vorbei. Zwei BMW an der Spitze. Aber das hatten wir auch schon auf der Berliner Abus in der Anfangsphase und trotzdem reicht das am Ende nicht für BMW zum ersten Sieg. Und Tamara Vidali ist draußen. Die junge Lady aus Italien mit der Startnummer 4 hat sich hier gedreht. Ich denke einmal, da war sie nicht ganz alleine bei diesem Gerangel. Nein, da war der Christian Abt mit beteiligt, der da ein bisschen nachgeschoben hat. Und dabei hat der Christian Abt mal eben den Anthony Reed vorbeilassen müssen. Also Christian Abt ist hier in Schwierigkeiten. Es läuft bisher nicht nach Plan. Die dritte Runde ist zu Ende. Cecotto, Soper, Aiello. Die beiden BMW-Piloten jetzt klar an der Spitze und Klaus Niedzwitz hat in dieser dritten Runde mächtig aufgeholt, hat den Anschluss gefunden zu Laurent Aiello, ist im Augenblick auch genauso schnell unterwegs wie Spitzenreiter Johnny Cecotto. Dahinter dann schon Emanuel Pirro, unser Champion, für den das gleiche gilt wie für Steve Soper. Er sagt, im Training, da fehlt ihm so das letzte Quäntchen der Motivation und dann im Rennen aber, meinte er, wenn die grüne Ampel aufleuchtet, dann bin ich wieder ganz der Alte. Da hat es jetzt doch schon einen größeren Abriss gegeben hinter dem Armin Hahner. Also die ersten 6 Fahrzeuge hier Stoßstange an Stoßstange. Cecotto mit 3, 4, 5 Wagenlängen Vorsprung auf Steve Soper, dann Aiello, dann Niedzwitz, dann Pirro und dann Hahne. Das die ersten 6, während inzwischen in die Boxengasse, das hören wir gerade, eingebogen ist der Anthony Reed. Laurent Aiello hatte eine sehr, sehr schnelle Anfangsphase in diesem Sprint, aber jetzt im Augenblick ist er nicht mehr der Schnellste. War bei den letzten Rennen alles andere als zufrieden gewesen mit seinem Peugeot 406. Die ganze Mannschaft, das ist ja ein echtes Werksteam aus Paris, diese Peugeot-Truppe, die suchte nach dem Fehler. Und laut Aussage von Laurent Aiello würde man gestern Vormittag hier fündig nach dem freien Training. Und man hat das Auto inzwischen wieder soweit, wie man es haben will.
Information aus der Box, es gab einen Reifenschaden vorne links bei Anthony Reed. Deswegen also der Boxenstopp des Nissan-Piloten. Da steht Anthony Reed. Also das dürfte etwas mehr sein als nur ein Reifenschaden. Da herrscht etwas Ratlosigkeit in der Mannschaft der Scuderia Italia. Da gibt es aber auch ein paar Beulen am Auto von Anthony Reed, der gestern übrigens im freien Training vormittags hier einen recht heftigen Abflug hatte, in die Reifenstapel einschlug, die ganze linke Seite seines Nissan Primera verbog. Und es gibt jetzt Informationen, dass es möglicherweise ein Problem mit der Aufhängung ist. Zurück aber zur Spitze. Cecotto setzt sich ab, war auch gestern hier in der Eifel mit Abstand der Schnellste. Hatte einen ungewöhnlich großen Vorsprung von 0,4 Sekunden auf die Verfolger. Und im Augenblick macht Laura Aiello wieder mächtig Dampf. Hat gerade mal eben seine persönliche schnellste Runde gefahren. Sauber da gerade etwas quer herausgekommen aus dem Castroles. Da wird er ein paar Meter verloren haben. Hat offensichtlich Mühe, das Tempo von Johnny Cecotto zu halten. Der Rundenzeitenvergleich, da liegt nicht viel dazwischen. Aiello auf jeden Fall schneller geworden in der letzten Runde. Anthony Reed, so wird uns vermeldet, hat inzwischen das Cockpit seines Nissan Primera verlassen. Das als Information für die Nissan-Fans. Aber es wird eng für Steve Soper. Laurent Aiello versucht es vor der Vedol-Schikane. Hier darf nicht abgekürzt werden, diese Poller. Die sorgten gestern im Zeittraining hier für reichlich Diskussionen. Mehrere Fahrer wurden mit der schwarzen Flagge zur Rennleitung beordert. Und der Klaus Niedzwitz ist inzwischen auch dran am Heck von Laurent Aiello. Und davon profitiert im Augenblick der Johnny Cecotto, dessen Vorsprung jetzt nach 6 Runden von insgesamt 18, also nach einem Drittel der Distanz, auf 1,8 Sekunden angewachsen ist. Sauber hält dieses ganze Verfolgerfeld auf. Aiello probiert es außen. Sauber verbremst sich. Quer hinein wie ein Rallycross-Fahrer. Und Aiello ist drinnen. Auch Klaus Niedzwitz kommt. Rempelt da ein bisschen an Steve Sauber. Und Emanuele Pirro ist dahinter. Also da geht es zur Sache. Und Niedzwitz ist jetzt der Leidtragende. Hane kommt auch noch. Pirro draußen gewesen in der Wiese. Sauber kurz draußen. Also das ist Tourenwagensport, wie wir uns das vorstellen. Dramatischer kann es nicht sein. 4 verschiedene Marken kämpfen hier um die dritte und die zweite Position. Aiello ist durch mit dem Peugeot, Pirro jetzt Dritter. Dann Hane, dann Sauper, die beiden Freunde aus Monte Carlo und dann Klaus Niedzwitz. Also Sauper der große Verlierer im Augenblick, schiebt sich jetzt aber beim Anbremsen wieder vorbei an Armin Hane. Sauper fährt jetzt Kampflinie, wird hier fast geschoben von Armin Hane. Die beiden, die sich ja auf dem Salzburgring um den Sieg kämpften, und Hane verbremst sich, knallt ins Heck von Steve Sauper. Das war sicherlich keine Absicht, denn die beiden sind Freunde, ich habe es Ihnen gerade gesagt. Aber im Kampf um diese 4. Position, die Armin Hane durch dieses Manöver erobert hat, da kennt man kein Pardon. Und Sauber verliert jetzt auch noch Platz 5 an Klaus Niedzwitz. Auf der Bremse Niedzwitz vorbei im Castroles an Steve Sauber. So schnell kann das gehen. Innerhalb einer einzigen Runde vom 2. auf den 6. Platz. Und Hane verbremst sich. Mit dem ledierten Honda Accord, die Frontpartie ist beschädigt. Das wird er mit Sicherheit spüren auf den Geraden hier auf dem Nürburgring. Vor allem auf der Passage, die nun nach der nächsten Rechtskurve folgt, nämlich der lange Passage hindurch durch den Hatzenbachbogen. Die Aerodynamik seines Honda Accord ist beschädigt. Hier sehen wir das noch einmal. Da hat er zu spät gebremst. Ich möchte ihm da wirklich keine Absicht unterstellen, denn diese beiden, Steve Sauber und Armin Hane, die kennen sich so gut, dass sie sich normalerweise nicht mit unfairen Mitteln bekämpfen müssen. Klaus Niedzwitz hat die Scheinwerfer inzwischen eingeschaltet. Damit möchte er seinen Teamkollegen Armin Hane signalisieren: Lass mich vorbei, ich kann schneller fahren. Die beiden sind sicher schon auf der Berliner Arus ins Gehege geraten. Das sehen wir wunderschön, wie die Fernscheinwerfer von Klaus Niedzwitz Honda das Heck von Armin Hane anstrahlen. Ja, das waren unglaublich dramatische Runden hier auf dem Nürburgring. Davon profitiert hat Johnny Cecotto, dessen Vorsprung auf 2,1 Sekunden angewachsen ist. Laurent Aiello auf Platz 2, Emanuele Pirro, unser Champion, ist schon Dritter, knapp hinter Aiello.
Dann diese beiden hier, das Honda-Pärchen mit Armin Hane und Klaus Niedwitz. Steve Soper fällt immer weiter zurück mit seinem BMW. Der hat offensichtlich Schwierigkeiten, denn er kann bei Weitem nicht das Tempo seines Teamkollegen Johnny Cecotto mitgehen. Dahinter dann noch auf Position 7 Philipp Peter, Chris Nissen auf 8, Ivan Capelli auf 9, Marco Werner auf 10, Christian Abt auf Platz 11. Also im Augenblick würde es spannend bleiben im Kampf um die dritte Position in der Meisterschaft. Da wird also im Sprint hier noch keine Entscheidung fallen. Schauen wir uns noch einmal diese Situation an. Soper verbremst sich Eingang der Spitzkehre der Kurzanbindung. Schafft es, den Dreher zu vermeiden. Aiello sticht innen rein. Da gibt es, glaube ich, auch fast eine Berührung. Und schon ist Aiello auf Platz 2. Cecotto 1,2 Sekunden nur noch vor Aiello, der im Augenblick fast eine Sekunde schneller fährt als der führende BMW. Dann Emanuel Pirro auf Platz 3, Armin Hane, Klaus Niedwitz und Steve Soper. Das ist hier die Top 6 auf dem Nürburgring. Zwei Drittel sind jetzt gefahren in diesem Sprint und es wird wirklich dramatisch im Kampf um die Führung. Johnny Cecotto ist der langsamste an der Spitze. Er ist eingeholt worden von Laurent Aiello, der jetzt in der Zielkurve schon fast auffährt auf das Heck von Cecotto. Und Emanuel Pirro direkt dahinter. Schauen Sie sich dieses Paket an. Cecotto, Aiello, Pirro, da liegen 0,3 Sekunden nur dazwischen. Und das Anbremsen jetzt des Castroles. Wer hat hier die besten Nerven? Cecotto hat sie nicht, der verbremst sich. Cecotto verbremst sich im Castroles und wir haben einen neuen Spitzenreiter. Laurent Aiello, der kleine Franzose mit dem gelben Peugeot, hat in der 13. Runde, die also eine Unglücksrunde hier ist für Johnny Cecotto, die Führung im Sprint übernommen. Das wird ein Mann überhaupt nicht gerne hören, nämlich Christian Abt. Der liegt auf der 11. Position. Das ist jener Mann, der im Augenblick noch den dritten Platz in der Gesamtwertung innehat, der eigentlich relativ sicher war, diesen dritten Platz hier auf dem Nürburgring zu verteidigen. Das gleiche Problem wie vorhin bei Steve Soper. Cecotto verbremst sich, muss da geradeaus über das Kiesfeld, über die Wiese. Und sowohl Laurent Aiello wie auch Emanuel Pirro sind vorbei. Also, Cecotto und Soper so stark in den ersten Runden. Jetzt fallen sie ab. Cecotto bekommt jetzt sogar Druck von Armin Hane und Klaus Niedwitz. Und dazu kriegen wir jetzt sicher brandheiße Informationen aus der Boxengasse. Genau, und zwar von der Merlein. Was ist denn mit Steve Soper? Er wird immer langsamer. Gibt es da schon Informationen? Steve Soper hat wohl ein kleines Problem am Motor. Wir wissen nicht ganz genau, was es ist, weil das hier mit dem Funk nicht hundertprozentig funktioniert. Also ganz genau weiß ich es leider auch nicht. Johnny Cecotto? Ja, Johnny Cecotto hat einen sehr guten Start. Ist jetzt unten in der Kurve wohl etwas zu schnell gewesen, hat zu spät gebremst und jetzt werden wir sehen, wie das weitergeht. Zum Gelaufen. Weiter an Thomas Vogt. Wir sehen, wie es weitergeht, liebe Zuschauer. Wir sehen, dass der Johnny Cecotto gerade fast seinen dritten Platz verloren hat. Und wir sehen, dass Laurent Aiello um die Führung bangen muss, denn Emanuel Pirro greift nach Platz 1. Also, jegliche taktischen Spielereien sind in diesem Rennen vergessen. Es wird hier gefahren, aufbiegen und brechen. Das Einzige ist, der Sieg, der zählt für Laurent Aiello, für Emanuel Pirro und für seine Verfolger. Der Emanuel Pirro ist im Augenblick der Mann des Stundes hier im Sprint. Vom 7. Startplatz kommt er und greift jetzt nach der Führung. Da sind wir Verfolger. Cecotto wehrt sich gegen Armin Hane und Klaus Niedwitz. Doch die sind im Augenblick wesentlich schneller als der Mann aus Venezuela. Das könnte tatsächlich an diesen sehr, sehr kühlen Außentemperaturen hier liegen auf dem Nürburgring. Denn es scheint mir, als hätten die BMW-Piloten Handlingsprobleme. Dieses Verbremsen in das Castroles und in die Spitzkehre hinein, das zeugt davon, dass vielleicht die Reifentemperaturen an der Vorderachse nicht optimal sind. Da haben die Fronttriebler weniger Probleme, damit die hier all ihre Lenk- und Antriebskräfte auf diese beiden Räder an der Vorderachse verteilen. 14 Runden sind gefahren und Armin Hane ist vorbei an Johnny Cecotto. Klaus Niedwitz versucht es ebenfalls. Muss noch einmal zurückstecken, also der Johnny Cecotto leidet hier offensichtlich unter massiven Problemen. Wird hier im Augenblick ein Platz nach dem anderen nach hinten gereicht. Und jetzt ist Klaus Niedwitz auf der günstigeren Innenbahn. Langen Hanzenbach-Bogen auf der schnellsten Passage der Strecke. Ja,
dort, wo die Honda-Piloten ohnehin die schnellsten sind. Ciccotto versucht noch einmal zu kontern beim Anbremsen, aber er bleibt der Verlierer. Aiello immer noch vorne. Kann im Augenblick dem Druck standhalten von Emmanuel Piero. Und im Augenblick würde das bedeuten, dass Christian Abt, der gegenwärtig auf der 10. Position liegt, mit 392 Punkten immer noch der Dritte wäre in der Meisterschaft. Aiello würde aber bis auf 12 Punkte im Augenblick zu Abt aufschließen. Karl Wendlinger mit 332 Punkten, der wäre jetzt inzwischen bereits aus dem Spiel heraus. 15 Runden gefahren, 3 sind es noch im Sprint. Da ist überhaupt nichts entschieden im Kampf um den Sieg zwischen diesen beiden Herren, zwischen Laurent Aiello und Emmanuel Piero. Beide waren Tourenwagenmeister ihrer Heimatländer, Aiello in Frankreich, Piero zweimal in Italien, der jetzt attackiert. Steckt zurück. Das zeichnet diesen Emmanuel Piero aus, der selten unfair mit seinen Gegnern vorgeht, der sich nach der Kollision übrigens mit Alexander Burgstaller auf der Avus sehr über sich selber geärgert hat. Er sagt, ich schimpfe immer darüber, wenn andere Fahrer unfair sind und dann mache ich selber so einen Fehler. Und das hat man in dieser Situation sehr, sehr deutlich gesehen. Piero hätte Aiello da mal eben touchieren können, ihn umdrehen können. Aber das macht ein Champion wie Emmanuel Piero nicht. Aber er ist im Augenblick der schnellere Mann. Die Rundenzeiten sind deutlich langsamer geworden als in der Anfangsphase. Bei Audi arbeitet man ja immer im Training in Richtung Rennen, fährt sogenannte Long Runs im freien Training, wo man simuliert das Rennen, die Renndistanz. Und da war man schon am Freitag eigentlich sehr, sehr zuversichtlich. 2 Runden noch zu fahren. Aiello kann sich noch wehren gegen die Angriffe von Emmanuel Piero, muss da alles einsetzen, was ihm der liebe Gott an Fähigkeiten an Sachen Fahrzeugkontrolle mitgegeben hat. Aiello, der jetzt teilweise Kampflinie fahren muss, Piero bremst ihn aus. Da hat er einen Moment nicht aufgepasst, musste etwas von außen einlenken in diese Spitzkehre und damit ist jetzt Emmanuel Piero der Führende hier auf dem Nürburgring. Und das hilft jetzt natürlich wieder seinem Markenkollegen Christian Abt, der jetzt wieder ein paar Punkte gewinnen wird. Denn der Unterschied zwischen dem ersten Platz und dem zweiten Platz hier im Sprint, das sind mal eben 6 Punkte. Also dieses Überholmanöver hilft Christian Abt im Kampf um den dritten Platz in der Tabelle. Aber Aiello hat noch nicht aufgesteckt. Vor dem Vidoles, anbremsen. Aber einen Audi auszubremsen, das ist fast unmöglich. Der wiegt zwar wesentlich mehr, weil er ja mit Allradantrieb ausgestattet ist, so will das das Reglement, aber er hat dafür den Traktionsvorteil beim Herausbeschleunigen und den Vorteil der verbundenen Vierräder beim Anbremsen, denn ABS ist ja in dieser Rennserie verboten. Letzte Runde beginnt. Piero als Führender. Aber achten Sie einmal auf die beiden Honda von Armin Hahne und Klaus Niezwitz. Das sind im Augenblick die mit Abstand schnellsten Autos. In der letzten Runde mal eben 1,4 Sekunden schneller als Laurent Aiello. Da wurde der Wolfgang Tremel überrundet. Also Piero, denke ich, wird den Sieg hier rausfahren im Sprint. Einen weiteren großartigen Sieg anhängen an seine beeindruckende Bilanz in diesem Jahr. Der Abstand wächst und wächst. Emmanuel Piero mit Vorsprung auf Laurent Aiello und der könnte den zweiten Platz sicher haben. Der Armin Hahne und der Klaus Niezwitz scheinen mir da zu weit entfernt. Letzte Mal in das Vidoles hinein im Sprint. Emmanuel Piero, der Champion, der gestern noch darüber klagte, dass er sich nicht so richtig motivieren kann, der uns aber sagte, sobald die Ampel am Start aufleuchtet, bin ich wieder ganz der Alte. Das beweist er mit diesem Husarenstück. Der Meister vom 7. Startplatz gewinnt den Sprint hier auf dem Nürburgring. Ein unglaublich spannenden Sprint über 50 Kilometer, der uns wirklich alles beschert hat.